Vergeltungsschlagmissionen. Wir sind im zweiten Add-on von Alarmstufe Rot und zwei Missionen fehlen noch. Deus Ex Machina auf schwer. Die Alliierten haben Volkov erbeutet. Ist das echt ein Cyborg, wenn man das so anspricht? Denn einen Menschen erbeutet man ja eher weniger, oder? Sie wollen natürlich seine Konstruktion studieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Zerstören Sie die vier alliierten Radarstationen in der Gegend, damit wir das Peilgerät einsetzen und Volkov wiederfinden können. Sobald das passiert ist, schicken Sie jemanden zu ihm, der den Prototypen reaktiviert und zum Transporthubschrauber bringt, der ihn in unsere Basis ausfliegt. Danach können Sie, wenn Sie wollen, noch die alliierten Truppen vor Ort ausschalten. Wenn ich einen eigenen Stützpunkt bekomme, gerne. Beeilen Sie sich, wenn die Alliierten erst einmal Volkovs Steuercodes entschlüsselt haben, müssen wir ihn ebenfalls zerstören. Ja, dann haben wir wenigstens Ruhe vor ihm. Und nicht immer, Tanja muss überleben, Volkov muss überleben. Verstärkungen sind eingetroffen. So. Snake. Speichern. Vorletzte Mission, die achte. Wir haben es fast geschafft. 1,5 Stunden, ja, das sollte doch reichen, oder? Klingt eigentlich sehr großzügig. Wird sich nur in die Länge ziehen, wenn ich öfter mal laden muss und das Spiel dann abstürzt. Das kommt öfter mal vor. Wow, nach langer Zeit mal wieder ein Mammut. Schieß, du blöder Mammut. Ja, geil. Das ist ja voll toll gemacht. Könnt ihr nicht beide auf denselben schießen? Nö, warum? Geil. So ist das offenbar geplant, dass man keinen V2 bekommt, der hier sehr nützlich wäre. Mit Sicherheit. Oh! Ja gut, trotzdem ist es auf Zeit. Dann bin ich noch nicht sicher, was mir das bringt. Also ich muss mich auf jeden Fall beeilen, das ist jetzt schade. Radarstationen waren es, die ich ausschalten muss, oder? Oder waren es Testzentren? Ich glaube, es waren Radarstationen. Gehen da mal nah ran. Bauen uns dann auf. Wo sind wir? Oben links. Es geht nur nach rechts. Denkt man nicht, dass ich Boote brauche. Dann guck dich mal da kurz um. Ich speichere nochmal. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich hoffe ja, dass ich diesen Anfang hier nie wieder spielen muss. Da geht's noch nach oben, oder wie? Hä? Ach, ich bin unten links. Jetzt verstehe ich's. Nach oben geht's schon noch ein bisschen. Schade. Dann hoffe ich mal, dass es nach rechts nur Erz gibt und nicht irgendwie was anderes. Irgendeine Gefahr. Ich mag keine Gefahren. Gefahren sind unangenehm. Wahrscheinlich gibt's irgendwie in jeder Himmelsrichtung ein Radar. Kann das auch mal wieder weggehen? Hier ist ein Signal. Ein Signalfeuer. In anderen Missionen ist es Gift. Das die Leute killt. Eine zweite Raffinerie sollte schon drin sein. Also das schon, komm. Das, ja bitte. Jetzt kommen wir ja nie zu Potte. Speichern. Zwei... Wieso ist 2 so weit oben? Ich habe wieder irgendwie keine Struktur drin. Aber da es sowieso nur temporäre Stände sind, juckt mich das wenig. Sieht nach irgendwie 2 Wachstumslöchern aus, ja. Aber trotzdem wenig Erz. Da es aber offenbar zeitlich sehr begrenzt ist, ist es vielleicht ausreichend. Dürfte aber keine allzu große Armee werden am Ende. Eher mehr im Verborgenen. Der Plan, voranzukommen, geht hier überhaupt weiter? Was soll das denn jetzt? Immerhin, der Feind ist wieder blau. Das Orangen hat mich ein bisschen irritiert in der letzten Mission. Zurück. Oh nee, habt ihr gesehen, was da kommt? Flieht. Wo will er hin? Nein!
Ah, wieso ist der kaputt gegangen? Der war ewig weit weg. Das war merkwürdig. Naja, aber ich hab's geahnt. Also ich hab's ja kommen sehen. Ein langsamer Tod war das. Für den einen zumindest. Okay, kommen die auch von links? Ich glaube, links ist nicht weiter groß, was? Ich kann ja mit dem mal erkunden. Wir sind ja hier links ganz am Rand. Also eigentlich müssen wir nur nach rechts. Da es hier nicht weiter geht, müssen wir hier komischerweise nach oben. Durch diesen Schleichweg. Das ist eine merkwürdige Map-Konstruktion. Oh oh. Wieso kann er so weit wegschießen? Es ging ja fast noch weiter als mein Tesla-Panzer. So. Boah, ich habe kein Erz hier, also. Zwei Sammler habe ich schon. Radar wäre vielleicht ganz in Ordnung. Oh! Gestoppt. Da ist Erz. Wäre auch ernüchternd gewesen, wenn dann nicht noch ein Erzfeld wäre. Muss ein bisschen weit fahren, ja. Ey, könnt ihr mal aufhören, mich hier zu nerven? Hab nicht mehr viele Einheiten. Und wehe, ich brauche eine Werft. Wäre voll unknorke. So. Danke, danke. Tesla-Sprudel. Testzentrum. In der Hoffnung. Oh, tschüss. In der großartigen Hoffnung. Nochmal zwei Wachstumslöcher. Schön. Dass ich Mammuts brauen kann. Ansonsten kann ich mir das sparen. Das ist ja auch sonnenklar. Aber hier gibt es ansonsten nichts. Wir müssen uns eigentlich nur um diesen engen Weg da kümmern. Dann würde ich sagen, dann gehe ich doch nach oben da. Dann muss ich mich nämlich nur hier hinstellen und nicht hier auf zwei Wege achten. Oh, tschüss. Schieß! Danke. Bitte, Mammuts. Ja! Endlich mal Mattpanzer. War das nicht dieser Typ, der alle Panzer und Gebäude bis zur Hälfte kaputt gemacht hat? Uah! Was soll das denn jetzt? Wo kommt ihr her? Seid ihr gerade angelandet oder wart ihr die ganze Zeit da heimlich? Am Gucken. Killt die mal. Du sammel da. Ja, natürlich wollen manche wieder nicht mit. Das war mir so klar. Okay, erstmal den. Um die kümmern wir uns noch. Kein Ding. Schieß einfach. Danke. Nur noch ein. Ah, danke. Der Tesla-Panzer hat seine Daseinsberechtigung. Das wollen wir ihm zugute halten. Und Hubschrauber sind jetzt auch kein Problem mehr, da ich Raketen habe auf meinen Panzern. Ja, dann schieß den mal ab. Ich kann leider nicht selber drauf klicken. Die müssen davon selber drauf kommen. Naja, Mammuts heilen sich übrigens bis zur Hälfte. Also wie er hier. Bis in den grünen Bereich. Und das ist doch erfreulich. Also die sind eigentlich sehr übermächtig. Und dann stellen wir uns hier hin. Bitte keine Wassereinheiten. Es sieht so ein bisschen danach aus, leider. Aber ich will nicht. 2300, das ist hart. Ich weiß halt nicht, ob der irgendwas bringt, wenn der auch meine eigenen Einheiten beeinträchtigt. Das war nämlich so in der einen Mission, in der der Feind diese genutzt hat. Oder? Oder doch nicht? Nein, könnte ich ja mal bauen, aber die Zeit ist eigentlich viel zu knapp dafür. Das Ding ist, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Die Karte ist ja auch schon zur Hälfte aufgedeckt. Weil dann muss ich nur zwei, dreimal warten, bis der wieder einsatzfähig ist und dann haben die keine Panzer mehr. Wir versuchen es mal. Wäre merkwürdig. Ja, aber ich speichere vorher. Selbstredend. Noch habe ich keine Silos irgendwie benötigt. Eiserner Vorhang mag ich nicht. Wer baut sowas eigentlich freiwillig? Großkraftwerk, wozu? Ich baue keine Tesla-Spulen oder Flarax. Ich habe hier meine Mammuts. Mehr braucht man eigentlich nicht. Der arme Typ. Immerhin, es baut relativ schnell den Mattpanzer. Oder Matt. Wofür steht der Mammut AD?
weil er jetzt ein Übermammut ist. Es ist ja so eine Art Mammutpanzer gewesen, meines Wissens. Oder? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Wir werden das schon sehen gleich. Also hier sieht er ein bisschen anders aus. Und? Oh ja. Okay, ich glaube, da wo er steht, ist das so geändert worden. Das wäre ja irgendwie bescheuert. Stimmt, da kam immer einer raus. Ich hab's mir gedacht. Es geht nur auf meine eigenen Sachen. Der Feind, der hat überhaupt keinen Schaden genommen. Was für ein Bullshit. Also auf den Panzer kann ich eigentlich verzichten. Habe ich jetzt halt gekauft. Ja, was soll man machen? Es wird gleich abbrechen. Habe ich gerade noch rufen wollen und dann ist es passiert. Boah, wo war das? Das ist ja noch lange weiter vor daher. Wieso habe ich ihn nicht auf dem neuen Stand gespeichert gehabt? Kacke. Da sind noch nicht mal die Dinge. Nee, das dauert mir jetzt zu lange. Auch auf die Gefahr hin, dass es nochmal abbricht. Jetzt habe ich den halt gebaut. Jetzt bricht es gleich schon wieder ab. Kacke.